Wie verteilt man einen Task in WebODM auf einen Rechnercluster? In unserem Beispiel haben wir auf drei Client-Rechnern Node-ODM ausgeführt. Zunächst überprüfen wir die Erreichbarkeit der Nodes auf dem Server über deren Web-Interface. Anschließend starten wir Cluster-ODM auf dem Server in einem Docker-Container. Das Portmap von 3000 auf 3000 ist okay, falls dieses nicht von einem anderen Prozess belegt wird, etwa zum Beispiel von einem weiteren Node-ODM-Prozess. Nun benötigen wir Zugriff auf diesen Container über eine interaktive Shell. Dazu müssen wir zunächst die Docker-ID des Containers herausfinden. Innerhalb des Containers erhalten wir Zugriff auf eine Cluster-ODM über Telnet. Nun fügen wir die entfernten Nodes hinzu. Dies geschieht durch node-add. Anschließend folgt die IP-Adresse des Nodes sowie die Portnummer. Es ist aber darauf zu achten, dass IP-Adresse und Portnummer nicht mit einem Doppelpunkt, sondern mit einem Blankzeichen getrennt werden. Das OK, das Cluster-ODM zurückgibt, signalisiert, dass die Syntax der Eingabe korrekt war. Es bedeutet nicht, dass der Node auch zwingend erreichbar ist. Dies können wir jedoch überprüfen, indem wir das Kommando NodeList eingeben. Hier sehen wir eine Übersicht der hinzugefügten Nodes. Wir sehen, dass alle online sind und dass bisher null von einem verfügbaren Task ausgeführt werden. Nun starten wir WebODM auf dem Server in diesem Tutorial über das WebODM SH Starter Script. Nachdem WebODM hochgefahren ist und wir uns eingeloggt haben, öffnen wir ein neues Projekt, wählen eine Bildermenge aus und gelangen in die Taskplanung. Um unseren Task nun auf die Nodes im Cluster gleichmäßig zu verteilen, im Sinne des Split Merge, betrachten wir drei weitere Parameter. Mit dem Split-Parameter geben wir an, wie viele Bilder des ursprünglichen Bilddatensatzes wir für ein Submodel verwenden wollen. Mit dem Parameter Split Overlap stellen wir hingegen den Überlap zwischen den Submodels sicher. Dieser Parameter ist in Metern angegeben und ist folgendermaßen zu verstehen. Angenommen, wir haben zwei Submodels A und B, dann befinden sich in diesen zunächst so viele Bilder wie durch den Split-Parameter angegeben. Wenn jetzt allerdings in Submodel B sich Bilder befinden, deren Abstand zu den Bildern in A unterhalb des Wertes liegen, den wir in Split Overlap angeben, so werden diese Bilder von B auch noch in A aufgenommen. Dies geschieht in beiden Richtungen, weswegen sich die Bildermengen auch unterscheiden können pro Submodel. Schließlich ist noch der Parameter SM-Cluster wichtig. Hier geben wir die Adresse des Cluster-ODM-Servers an. Für dieses Tutorial verwenden wir einen Split von 43. Für den Split Overlap wählen wir einen Wert von 10 Metern. Anschließend geben wir die Adresse des Cluster-ODM-Servers unter Angabe des HTTP-Protokolls sowie der Portnummer von Cluster-ODM, in unserem Fall Portnummer 3000, an. Wir speichern die Eingabe und beginnen mit der Ausführung des Tasks. Es beginnt der Upload der Daten auf unseren lokalen Node, der anschließend das von uns spezifizierte Resize der Bilder durchführt. Zu beachten ist, dass es sich hierbei um eine Single-Threaded-Anwendung handelt. Nach einiger Zeit beginnt die Ausführung des Tasks und die CPU wird zu 100% ausgelastet. Wir überprüfen die Taskausführung auf den entfernten Nodes über das Webinterface von Node-ODM. Es ist gut zu erkennen, dass die Nodes unterschiedliche Submodels berechnen und dass sich die Anzahl der Bilder pro Submodel durchaus unterscheiden kann. Auf dem YouTube-Channel unseres Robotiklabors finden Sie noch viele weitere Tutorials und Videos. Für weitergehende Informationen zum Deutschen Rettungsrobotikzentrum besuchen Sie www. Rettungsrobotik.de